Herzlich willkommen zum Wochenrückblick bei Allgäu TV. In der vergangenen Woche ist einiges passiert im Allgäu. In der nächsten Stunde zeigen wir Ihnen die wichtigsten und bemerkenswertesten Beiträge der Woche. Ja, viele haben es befürchtet und so gut wie alle haben dagegen angekämpft. Schon als Meteorologen eine Kaltfront aus Osteuropa vorhersagten, wurde den Obstbauern am Bodensee Angst und Bange. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt würden die Blüten ihrer Bäume erfrieren und deshalb im Herbst keine Früchte mehr tragen. Viel wurde getan, um einen Totalausfall der Ernte zu verhindern. Doch nach und nach stellt sich jetzt heraus, es hat nicht viel gebracht. Andreas Wilhelm, letzte Woche in seiner Apfelplantage. Alles blüht und das sorgt bei dem Obstbauern für Freude. Circa 2 Wochen sind die Bäume dieses Jahr früher dran als in den letzten Jahren. Normalerweise wären die Blüten jetzt noch verschlossen. Es könnte also ein super Jahr werden für Andreas Wilhelm und seine Kollegen am Bodensee. Doch die Meteorologen haben Schnee und Frost für die kommenden Tage vorhergesagt. Schnee grundsätzlich wäre positiv, weil Schnee ist so, dass der Schnee die Kälte abhält. Aber bei uns wird es wahrscheinlich nicht schneien, aber es soll eben kalt werden die nächsten Tage. Und Sie sehen es ja hier, die Blüte ist jetzt dementsprechend schon soweit offen und ist natürlich dann absolut gefährlich, dass dann die Blüte bei Minustemperaturen verfriert. Bei den vorhergesagten Temperaturen von minus 6 bis minus 12 würden die Samenanlagen einfach erfrieren und die Blüten abfallen. Schutz vor dem Frost bietet eine künstliche Beregnung, doch die haben nur wenige Bauern am Bodensee. Das war genau vor einer Woche. Und so sieht Andreas Wilhelms Apfelplantage heute aus. Die Temperaturen sind zwar nicht bis auf minus 12 Grad gefallen, doch über 10 Stunden lang Werte unter dem Gefrierpunkt sind einfach zu viel. 80 bis 90% der Blüten sind abgestorben, so schätzt der Obstbauer. Und das bedeutet jetzt, dass wir die restlichen verbleibenden Blüten natürlich gut durchbringen müssen. Wir hoffen auf jetzt gutes Wetter. Und werden schauen, was die nächsten 1-2 Wochen bringen werden, was dann wirklich zum Schluss übrig bleibt von den Blüten. Das können wir heute noch ganz schwer abschätzen. Noch ist die Ernte nicht ganz verloren. Die Bauern und vor allem die Kunden müssen aber damit rechnen, dass die Äpfel dieses Jahr nicht ganz so schön aussehen werden. Andreas Wilhelm hofft, dass der Einzelhandel seinen hohen Qualitätsanforderungen, die vor allem das Aussehen betreffen, lockert. Da muss man schauen, wie die Schäden wirklich sind und was dann passiert, welche Marktströme dann praktisch auch sich Richtung Deutschland bewegen. Denn auch der Apfelmarkt ist heute ein globaler. Doch bis der Apfel auf den Markt kommt, vergehen noch rund 6 Monate. In der Zeit wird bestimmt noch das ein oder andere schöne und auch schlechte Wetter über den Bodensee hinwegziehen. Am vergangenen Samstag wurde in der Memminger Innenstadt friedlich gegen rechte Gewalt demonstriert. Den Demonstranten ging es dabei vor allem darum, sich gemeinsam gegen Rassismus im Allgäu auszusprechen. Anlass für die jährlich stattfindende Demonstration ist der Mord an Peter Siebert vor 9 Jahren. Die Tat wurde damals von der Justiz als nicht politisch eingestuft. Die Demonstranten sehen das aber schon immer anders. Sie sehen darin die Tat eines Neonazis. Samstag, 14 Uhr am Memminger Bahnhof. Viele Schilder und Banner sind zu sehen, viele Demonstranten und viele Beamte der Polizei. Also der Anlass der Demonstration heute ist der Tod von Peter Siebert, der vor einigen Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Die Tat ist von einem Rechtsradikalen gemacht worden. Die wurde aber offiziell nie als eine solche anerkannt, sondern es war irgendeine Straftat. Und das nehmen wir zum Anlass, einmal jährlich in Memmingen zu demonstrieren. Es geht jetzt nicht nur um Peter Siebert, sondern eben auch um rechte Gewalt im Allgemeinen. Die hier, manchmal meint man es gar nicht, aber im Allgäu gibt es mehrere Organisationen, die auch nicht nur friedlich sind, sondern die tatsächlich Gewalt ausüben. Während der Demonstration durch die Memminger Innenstadt stimmen die Teilnehmer in antirassistische Reime ein. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Wir möchten demonstrieren für eine offene Gesellschaft, die tolerant auch anderen gegenüber ist, die nicht nur Deutsche sind. Bei einer Kundgebung am Marktplatz wird per Lautsprecher über die rechte Gewalt im Allgäu und über den Mord an Peter Siebert berichtet. Mit ein wenig Recherche kommt man darauf, dass der Mörder von Peter Siebert, Alexander B., vor Gericht selbst sagte, der Streit sei ausgebrochen, weil er rechts sei. Bei der lauten Musik hatte es sich um hetzerischen Rechtsrock gehandelt. Die Tat wurde außerdem mit einem alten Bajonett verübt, wie es einst die Wehrmacht benutzte. Opfer eines privaten Streits wohl kaum. Sogar der Vizepräsident des Landgerichts, Manfred Mürbe, wirft den damaligen Richtern vor, dass sie aufgrund der Geständigkeit des Täters nicht mehr intensiv nachgeforscht und einen rechtsextremen Hintergrund zu früh ausgeschlossen hätten. Während der Kundgebung werden unter den Teilnehmern Rosen verteilt, die im Anschluss symbolisch für Peter Siebert an den Marktbrunnen gelegt werden. Ziele sind erstmal informieren. Erstens, es gibt rechtsradikale Gewalt. Zweitens, es gibt aber auch Menschen, die nicht so sind. Das ist auch ganz wichtig, dass wir zeigen wollen, es gibt Leute, die sind offen, die sind tolerant, die freuen sich über Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen. Die haben andere Werte. Ein kleiner Teil ist vielleicht auch ein bisschen Dampf ablassen, auf die Straße gehen und sagen, so wie es manchmal läuft, so wollen wir es nicht. In der Nacht zuvor sind Sticker rechtsradikaler Organisationen entlang des Demonstrationswegs angebracht worden. Die Teilnehmer reißen sie ab und schmeißen sie in den Müll. Also es gibt einfach Gruppierungen, die immer größer werden. Ich rede da von Voice of Anger und von dem Plattenlabel Old School Records, Faustrecht, die Band. Und dadurch, dass wir hier so ein paar, sagen wir mal so Dorfpartys, ist es im Allgäu oder überhaupt im ländlichen Raum auch öfter mal so der Fall, dass neonazistische Kulturen ganz normal sind. Rechte Gewalt gibt es auch. Im Moment würde ich jetzt sagen, es hält sich an Sachbeschädigung, was nicht wirklich weniger schlimm ist und auch nicht weniger unberuhigend, aber ja. Gegen Ende der Demonstration wird die Teilnehmerzahl bekannt gegeben. Etwa 300 Personen machen mit. Und nach schließen sich auch von den Zuschauern am Straßenrand immer mehr Menschen an. Hand in Hand gegen den Rechtsextremismus im Allgäu. Sie haben es spannend gemacht, die Mädels von den Allgäu-Strom-Volleys. Sie hätten schon Anfang April alles klar machen können mit der Zweitligameisterschaft. Da unterlagen sie allerdings in Straubing mit 1:3. Also musste, wie im Kino, alles im großen Showdown geklärt werden. Im letzten Spiel der Saison musste ein Sieg her. Alles andere würde bedeuten, Konkurrent Printus Offenburg wäre Meister. Gastgeber für das entscheidende Spiel war ausgerechnet Vils Biburg. Gegen die Niederbayern hatten die Sonthoferinnen das Hinspiel verloren. Beim Einspielen vor dem Match waren sie noch recht entspannt, die Mädels von den Allgäu-Strom-Volleys. Die Stimmung im Team gut. Vor allem an der Taktik hatten die Sonthoferinnen in den letzten 2 Wochen akribisch gearbeitet, damit bloß nichts schief geht mit der ersten Zweitligameisterschaft seit 10 Jahren. Franka Blanz, Hanna Thom und Lorene Neumann, sie standen am Samstag das letzte Mal im Kader der Allgäu-Strom-Volleys. Alle drei hören auf und hatten dementsprechend das Ziel, ihre Sonthofer Zeit mit einer Meisterschaft zu krönen. Dass das heute Abend gelingt, davon war nicht nur Fan Nicole Kiesle überzeugt. Ja, heute passiert die Meisterschaft. Was für eine Frage. Also wir werden definitiv Meister und sie haben sich's verdient, weil es sind viele Ausfälle passiert. Ausfälle passieren nun mal, das ist ganz normal. Aber ich glaube, die Mannschaft an sich hat viele starke Charaktere und diese ganzen Charaktere unter einen Hut zu bekommen, dass es gut läuft, ist diese Saison erstaunlich gut gelungen. Und deswegen haben sie es verdient, weil sie sind eine Einheit, sie sind die Allgäu-Strom-Volleys. Und mit Unterstützung ihrer Fans können die alles schaffen. Das haben sie in dieser Saison schon mehrfach bewiesen. Die Fans, sie waren zahlreich mitgereist und sahen, dass ihr Team nervös startete, dann aber gegen die Niederbayerinnen immer besser ins Spiel kam. 2:0 in Sätzen hieß es dann auch bald. Dann allerdings setzten sich die Oberallgäuerinnen offenbar zu sehr unter Druck. Die Roten Raben kamen zunächst auf 2:1, dann sogar auf 2:2 heran. Konkurrent Offenburg hatte zu dem Zeitpunkt sein Spiel bereits souverän gewonnen und wäre Zweitligameister gewesen, wenn die Allgäu-Strom-Volleys nicht die Kurve kriegen und den letzten Satz für sich entscheiden können. Hoffen und bangen bis zum Schluss also und dann endlich.
unbändiger Jubel. Satz 5 geht mit 15:12 an die Oberallgäuerinnen, die sich damit den Zweitligatitel sichern. Veronika Kettenbach mit einem Rückblick auf die Saison. Jetzt habt ihr die ganze Saison gekämpft. Wie ist das Gefühl, jetzt endlich Meister zu sein? Ja, ich glaube, am Schluss war es der härteste Kampf eigentlich. Zwischendurch haben wir echt souverän gespielt. Wir waren mega geil drauf. Und jetzt durch die ganzen Pausen, durch dieses Hin und Her, wieder Verletzungen und so weiter, das ist einfach nur geil. Das ist einfach Erleichterung pur. Und Freude pur, als die Mannschaft endlich den Pokal in den Händen hält. Aber wie geht es weiter mit dem Volleyball in Sonthofen? Als erste Spielerin hat Kapitänin Veronika Kettenbach bereits ihre Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt. Sie wird auch nächste Saison für die Allgäu-Strom-Wolle spielen. Aber in welcher Liga? Erste Liga nein, auf keinen Fall. Weil das hätten wir. Wir sind am Ende, ja, wirklich, auch gefühlsmäßig, glaube ich, sind am Ende. Der Verabschiedung, aber ich möchte es wirklich auch noch mal hier vorstellen. Wir sind also am Ende der Siegerehrung des deutschen Meisters 2017. Ja, wir waren bei der ersten Liga stehen. Moment. Ja, genau. Erste Liga, ja oder nein? Nein, auf keinen Fall. Wir hätten das schon im Herbst entscheiden müssen, ob wir in die erste Liga aufsteigen wollen, weil falls wir Meister werden oder unter die ersten drei kommen. Das ist finanziell zurzeit nicht zu stemmen. Heißt aber nicht, dass wir das über in ein paar Jahren vielleicht doch mal in Angriff nehmen. Muss aber langfristig geplant sein, ganz klar. Von langfristigen Planungen wollte am Samstagabend keiner so richtig was wissen. Denn nach dem spannenden Spiel war erstmal Feiern angesagt. Viel Lärm und ein Verkehrschaos befürchten einige Bürger diesen Juli in Buchenberg. Der Grund? Ein Konzert und ein Festival des Veranstaltungsbüros Allgäu Concerts. Anfang Juli sollen die Fantastischen Vier auftreten und drei Wochen später ein Hardrock-Festival stattfinden. Doch das stößt nicht bei allen Anwohnern auf Begeisterung. Im Januar hatten die Gegner 40 Unterschriften gesammelt. Vergebens, wie sich jetzt herausstellte. Jetzt haben die Verantwortlichen ihr Konzept vorgestellt. Unendliche Weiden. Wo sonst Kühe grasen, sollen in rund einem Vierteljahr tausende Menschen die Fantastischen Vier feiern. Nur drei Wochen später folgt dann ein zweitägiges Festival auf dem gleichen Gelände. Alleine die Bühne für die beiden Veranstaltungen ist 32 mal 13 Meter. Der Aufbau soll mit einem Autokran erfolgen und voraussichtlich drei Tage dauern. Bei so großen Konzerten spielt die Sicherheit natürlich eine wichtige Rolle. Natürlich geht es hier auch vorwiegend darum, die Sanitäter geben ein eigenes Rettungskonzept ab oder die Feuerwehr muss hier mitbehandelt werden, wo die platziert waren. Und ist ja hier alles quasi im Katastrophenfall, wird dieses Sicherheitskonzept dann abgehandelt, auch wenn quasi der Fall von höherer Gewalt eintritt, wo der Platz ist, wo sich quasi die ganzen Einsatzkräfte treffen und so weiter. Und das wird hier im Detail im Sicherheitskonzept alles festgelegt. Während das Konzert am 8. Juli inklusive Vorband nur drei Stunden dauert, sind für das Festival zwei Veranstaltungstage angesetzt. Am ersten Festivaltag soll hier in der ehemaligen Halle einer Fertighausfirma ein Bandcontest stattfinden. Anschließend soll ein DJ bis kurz vor 2 Uhr für Stimmung sorgen. Am zweiten Tag spielen die Bands auf dem Freigelände ab dem frühen Nachmittag bis kurz nach Mitternacht. In den beiden Konzerten sehen die Veranstalter eine große Chance für Buchenberg. Also durch diese Veranstaltungen rückt ja Buchenberg schon ziemlich in den Fokus und ist auch in aller Munde, auch überregional. Wir haben ja auch ganz viele Medien, die überregional berichten und dann wird immer Buchenberg in Bezug mit den Veranstaltungen gebracht. Also es ist auf jeden Fall eine super Werbung für Buchenberg.
Einige Bürger haben im Vorfeld den Benefit für die Gemeinde angezweifelt. Von einem Verkehrschaos und Lärm wurde gesprochen. Alles in allem waren die Befürchtungen aber wenig konkret, sagt Franz Bernhard bei der gestrigen Pressekonferenz. Wir haben auf jeden Fall ein Schallgutachten anfertigen lassen. Und dieses Schallgutachten hat eigentlich alle Zweifel aus dem Weg geräumt. Weil wir ja die Bühne auch hier Richtung Wald quasi gedreht haben. Oder es war eigentlich immer schon so geplant, dass die Bühne Richtung Wald gedreht war. Gut, wie der Bürgermeister vorhin ja schon gesagt hat, waren vielleicht viele Anwohner auch etwas überrascht. Und aus der natürlichen Gegebenheit waren sie vielleicht zuerst mal dagegen. Wenn die Veranstaltungen im Juli dieses Jahr bei den Besuchern gut ankommen, plant Allgäu Concerts jährlich 2 bis 3 Konzerte auf diesem Gelände. Während sie früher als Zug- und Lasttiere genutzt wurden, sind sie heute vielmehr Mittelpunkt des Hobbys und des Sports Reiten. Die Rede ist natürlich von Pferden, genauer gesagt von Haflingern. Denn die Gebirgspferde werden aufgrund ihres Charakters besonders gern für den Freizeit-, aber auch für den Leistungssport genutzt. Als besonders edel und leistungsfähig gelten die sogenannten Edelbluthaflinger. Sie tragen Blutanteile eines Arabers in sich. Diese Araberblutanteile werden aber immer geringer. Und zwar so gering, dass die Deutsche Reiterliche Vereinigung nun entschieden hat, einzugreifen. Ein Zuchtversuch, erstmals seit 50 Jahren, findet nun hier bei uns im Allgäu statt. Passenderweise in Rosshaupten. Warum diese Stuten so nervös sind? Tja, leider nicht wegen unserer Kamera, sondern wegen ihm. Expert, geboren in Dänemark, 17 Jahre jung und Vollblut-Araber. Und Expert ist der einzige zugelassene Deckhengst seiner Art in der deutschen Haflingerzucht. Er soll sich mit Haflingerstuten kreuzen, denn die sogenannten Ochsgenanteile des Arabers sorgen dafür, dass aus einem Haflinger ein leistungsfähigerer Edelblut-Haflinger wird. Wir haben heute Haflinge, die einsetzbar sind. Freizeitreiten, Freizeitfahren, Turnierreiten, Turnierfahren, Westernreiten, heiltherapeutisches Reiten, Stutenmilcherzeugung, Tragtierkompanie und Zucht. Und da spricht man schon von der Vielseitigkeitsrasse schlechthin. Und um diese Sachen alles zu gewährleisten, müssen wir jetzt wieder mal nach 50 Jahren Araberblut hinzuführen, um die Leistungsfähigkeit, den Charakter, ja, man kann sagen, auch den Adel zu erhalten. Und dazu setzen wir jetzt den Expert ein. Seit den 1970er Jahren gab es keinen Zuchtversuch zwischen dem Araber und Haflinger mehr. Nun beschloss die Deutsche Reiterliche Vereinigung, dass die Araberblutanteile im Edelbluthaflinger aufgefrischt werden müssten. Ziel ist es, die Rassemerkmale und die sportlichen Nutzungseigenschaften zu erhalten bzw. zu steigern. Ein Deckhengst wurde auserwählt, Expert. 2013 hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung, wo also das Rasseparlament Haflinger tagt, beschlossen, diesen Zuchtversuch wieder zu machen, deutschlandweit. Die ersten 2 Jahre ist der Expert, also 2015, 2016, ist der Expert in Moritzburg auf dem Gestüt gestanden und hat dort gewirkt. Und jetzt 2017 habe ich ihn nach Bayern geholt. Genauer gesagt nach Rosshaupten. Was Engelbert Linder für den Hengst gezahlt hat, verrät er nicht. Allerdings reisen nun Haflingerstuten aus ganz Deutschland zu dem Araberhengst, um sich mit ihm zu kreuzen. Von Februar bis Juni ist die Decksaison und die Triebe der Tiere sorgen allein für den Paarungsdrang. Eine Zucht mittels künstlicher Befruchtung käme für Expertsbesitzer Engelbert Linder ohnehin nicht in Frage. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und getreu diesem Motto scheint Expert sich zwischen all den Stuten und seinen menschlichen Freunden sehr wohl zu fühlen. Fragt sich nur, was mit Expert nach der Decksaison passiert. Ja, wir werden ihn vorher schon behalten, aber es sind schon Nachfragen da, die ihn also auch haben möchten.
Und von daher werden wir dann, jetzt schauen wir mal, nächstes Jahr kommen dann die ersten Fohlen zur Welt. Und da schauen wir, was rauskommt und dann entscheiden wir wieder weiter. 11 Monate ist eine Stute tragend. So lange wird es dauern, bis die ersten Fohlenexperts zur Welt kommen und sich zu diesen Edelbluthaflingern gesellen. Doch vorerst wird noch bis zum Sommer fleißig gedeckt. Und naja, dabei wollen wir nun wirklich nicht stören. Unser Allgäu. Unser Allgäu. Das neue Monatsmagazin über alles, was unser Allgäu so besonders macht. Jeden Monat zu einem aktuellen Thema. Rund um Heimat, Tradition, Brauchtum und Mundart. Unser Allgäu. Unser Allgäu. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen, Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen, direkt an der A8 und der B2, mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit. Ich will Nachrichten, die wirklich wichtig sind. Egal, wo sie stehen. Weil das Lesestoff ist, der mich mitreden lässt. Jedes Wort wert. Die Allgäuer Zeitung. Mein Allgäu. Meine Heimat. Meine Zeitung. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Erleben Sie Kempten wie vor 2000 Jahren. Folgen Sie den Spuren der Römer. Archäologischer Park Cambodunum. Geschichte zum Anfassen. Einkauf und Genuss, Information und Unterhaltung. Das ist die Messe MIR in Memmingen. Informieren Sie sich bei über 100 Ausstellern aus Handel, Handwerk und Dienstleistung oder gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise. Ob buntes Programm, das Messekinderland oder die gemütliche Einkehr im Festzelt. Die MIR ist das Ausflugsziel für die ganze Familie. Die MIR vom 5. bis 7. Mai im Stadtpark Neue Welt Memmingen. Infos unter messe-mir.de. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Wenn im Frühjahr die Bäume blühen, das frische Grün sprießt und ich mit dem Fahrrad durch die Hügellandschaft des Vorallgäus, Westallgäus radeln darf und Sonne und Landschaft genießen kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Es ist das größte Glück vieler Frauen und immer noch ein kleines Wunder. Ein Kind zur Welt bringen. Die 9 Monate der Schwangerschaft sollten, insofern sie hoffentlich ohne gesundheitliche Komplikationen verlaufen, die Vorfreude auf den Nachwuchs eigentlich ins Unermessliche steigen lassen. Eigentlich. Denn auch wenn man sich schon fast daran gewöhnt hat, dass es einen allgemeinen Hebammenmangel gibt, die Situation spitzt sich derzeit noch mehr zu. Für Mütter und erst recht für Geburtshelferinnen.
Diese kleinen Kinderaugen lassen einen alles vergessen. Kummer, Sorgen, Zukunftsängste. Denn Angst um die Zukunft haben derzeit bundesweit viele Beleghebammen. Wie auch Katrin Schäffler. Sie gibt in der Hebammenpraxis Kaufbeuren nicht nur Babymassagekurse, hauptsächlich ist sie Beleghebamme am Klinikum Kaufbeuren. 80% aller Hebammen in Bayern sind Beleghebammen und damit selbstständig arbeitend. Und ihnen, so wie jeder Beleghebamme in Deutschland, drohen nun massive Veränderungen. Also in Bayern trifft es natürlich 80% aller Beleghebammen. Und es ist so, dass die Krankenkasse einfach fördert dafür, dass sie eine höhere Vergütung uns geben wollen, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung bzw. eine 1-zu-2-Betreuung machen. Das würde bedeuten, wir können maximal 2 Frauen gleichzeitig betreuen und keine weitere dazu. Bei 20-30% mehr Honorar pro Geburt könnten die Beleghebammen zwar schon mal große Augen machen, im Großen und Ganzen geht mit der Vergütungserhöhung aber eine neue Arbeitseinschränkung einher. Nach der sogenannten 1-zu-2-Regelung dürfte eine Beleghebamme sich künftig nur noch um 2 Frauen gleichzeitig kümmern. Steht eine dritte Schwangere vor der Kliniktür, so dürfte die Beleghebamme sie nicht behandeln. Sind wir dann aber mit unserem ausgeschöpft, würde es bedeuten, dass wir die Frauen wegschicken müssen oder ohne Bezahlung, also ohne Vergütung, unsere Arbeit machen, weil ich eine Frau, die zum Beispiel 8 cm hat, hier natürlich nicht mehr wegschicken kann. Hereinbitten statt wegschicken kann Beleghebamme Nadja Lang zwar in der Hebammenpraxis so viele Frauen wie sie mag, in der Klinik ginge dies mit einer neuen Regelung aber nicht mehr, wenn sie bereits 2 Patientinnen betreuen würde. Neben der Tatsache, dass dies für viele Beleghebammen ethisch nicht vertretbar wäre, erhielten sie nach ihrer Rechnung unterm Strich auch weniger Geld, da sie aufgrund der Obergrenze von 2 Patientinnen eben weniger Leistungen erbringen könnten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der das Vergütungs- und Arbeitsmodell der Beleghebammen regelt, teilt uns dazu schriftlich mit: Wie der Deutsche Hebammenverband dieses Angebot als massiven finanziellen Einschnitt auslegen kann, ist nicht nachzuvollziehen. Das sehen die meisten Beleghebammen aber anders. Sie fürchten gar um ihren Beruf. Also wir denken, dass einfach auch noch viel mehr Hebammen aus dem Berufsbild rausgehen werden. Und in einer Stadt wie Kaufbeuren, in der jährlich mehr als 900 dieser kleinen Wonneproppen das Licht der Welt erblicken, ist man mit weniger als 10 Hebammen ohnehin nicht gerade überbesetzt. Zum Lachen ist den Beleghebammen bei der drohenden Änderung derzeit nicht. Alleingelassen fühlen sie sich in Kaufbeuren aber dennoch nicht. Also wir haben natürlich schon uns ganz arg bemüht, ganz viele Leute mit ins Boot zu holen. Das heißt, wir waren beim Frauenforum, haben dort mit dem Herrn Bosser geredet, der uns die Zusicherung gegeben hat, uns zu helfen. Wir haben schon die Info zurückbekommen von den Stadträten, dass die auch hinter uns stehen. Wir haben die Klinikleitung informiert, die gesagt hat, also zu 100% wird es eine Lösung für uns alle geben, dass wir gut die Betreuung der Frauen eben weiterführen können. Die Kommunikation zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und dem Deutschen Hebammenverband funktioniert leider nicht so reibungslos wie die unter den Kaufbeurern. Der Fall liegt darum bei der entsprechenden Schiedsstelle, die am 19. Mai über die Zukunft von Katrin Schäffler und ihren Kolleginnen entscheiden wird. Und bis dahin heißt es, Füße stillhalten, abwarten und einfach mal die Sorgen dank dieses Lächelns vergessen. Große, nein, überdimensionale Frauenhände mit Spielkarten. Das ist wohl das Auffälligste der neuen Bregenzer Seebühne. Sie sind Teil vielmehr Markenzeichen des Bühnenbildes der Oper Carmen, die ab Juli im Rahmen der Bregenzer Festspiele gezeigt wird. Was es mit den Damenhänden auf sich hat und warum das weibliche Geschlecht heuer irgendwie eine ganz besondere Bedeutung spielt, haben wir auf dem Richtfest der Seebühne herausgefunden. Bei Wind und Wetter, ja selbst bei rauer See, sie steht, die neue, alte Bregenzer Seebühne auf dem Bodensee. Mittlerweile ist es Tradition, dass rund 3 Monate vor Start der Festspielsaison schon einmal vorgefeiert wird, beim Richtfest. Denn Anlass, um schon einmal den Korken knallen zu lassen, gibt es bereits. Alles in wunderbar im Zeitplan. Wir haben heute das erste Mal das gesamte Bühnenbild da, deswegen Richtfest. Es ist sehr, sehr gut im Zeitplan, sowohl auf der Seebühne als auch im Haus. Also wir schauen gut gewappnet und frohgemut dem Probenbeginn entgegen. Dem Probenbeginn für die 72. Festspielsaison in Bregenz, die Oper Carmen zeigt.
Der Ort des Geschehens, die Nochbaustelle auf dem Bodensee, direkt unter zwei über 20 Meter großen Frauenhänden, die aus ihren Händen stammen. S. Devlin, die unter anderem schon für die Rolling Stones, Lady Gaga, aber auch die renommierten Opernhäuser dieser Welt arbeitete. Ich wollte eine Geste der Freiheit und der Chancen kreieren. Das Bühnenbild ist eine Geste von zwei Menschen, Carmen und Don José, die beide entscheiden, eine Chance zu ergreifen.